Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatica 2 Expert Skyblock. In der letzten Folge haben wir unser erstes Creative Item, unsere Creative Capacitor Bank, bestellt. Mittlerweile sind ein paar Tage vorbei und ich würde gerne mal schauen, was passiert ist. Ist es fertig? Nee, ist nicht. Oder ist das... Nee, das... okay. Resonant Energies... Okay, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Und Energized Glowstone? Das ist komisch. Nee, wir müssen hier mal schauen. Okay, sieht aber nicht ganz dramatisch aus. Okay, wir haben hier kein Energized Glowstone mehr. Aber wir haben doch eine Maschine, die Energized Glowstone macht, oder? Cryotium müsste eigentlich hergestellt werden, wird aber nicht. Okay, warum? Cryotium. Tausend Millibuckets sollten immer auf Vorrat sein. Und wir haben... Aber wir haben 50... Hä? Das ist vielleicht nur ein Anzeigefehler dann. Lul. Ah, oder haben wir das andersrum gemacht? Emit, when levels are above... Emit level, wenn... okay. Aktiviert ist... okay. Das hier ist gerade aktiviert. Lumium. Und Lumium ist das Problem mit dem Energized Glowstone, verstehe. Experience Essence. Okay, das heißt, unser Problem ist aktuell tatsächlich einfach nur... Wow, das ist schon Full Speed. Dass wir zu wenig Glowstone haben. Energized Glowstone. Das ist offenbar wirklich ein Problem. Nee, hier hinten, der arbeitet doch. Der ist jetzt in mehreren Tagen nicht fertig geworden. Holy. Resonant Conversion Kit. okay. Aber gut, wir haben jetzt hier mal Emergency-Versorgung, nenne ich jetzt mal. Ich glaube, das war der denkbar dümmste, in den ich es hätte reintun können, ne? Das war definitiv der denkbar dümmste, in den ich es hätte reintun können. Uff. So landet es natürlich nicht im System. Oh Mann, bin ich dämlich. Der Gauk-Dropper funktioniert hier sicher nicht. Fluid Trash. Trash Can Fluid hier. Mal kurz nach oben wegleiten. Hallo? Würdest du bitte den Glowstone hier entsorgen? Das wäre nett. Nee, hast du keinen Bock? Okay. Dann Fluid Conduit. Ender Fluid Conduit. Wir haben keine mehr. Nein! Was ist das? Fused Quartz. Fused Quartz. 1000. Ich mache einfach mal 1000. Hier mit einem, glaube ich, kommen wir jetzt nicht ganz so weit. Wobei. Extract always active. Okay, hier ist schon mal leer. Oh, war das dämlich. Nee, das kann ich so auch nicht. Wie kriegen wir das da wieder raus? Essence of Knowledge, Liquid XP.
Okay, wenn wir das abbauen und wieder hinbauen und dann hier einstellen. A sense of knowledge. Liquid XP. Okay. Always active. Okay, gut, geht wieder. Canceln wir das mal und bestellen mal per Hand Lumium. Lumium. Blend 10. Wo ist das? Energized Glowstone. Ist das schon wieder im Nirvana verschwunden oder? Oder wie ist das? Kann es sein, dass das Problem gar nicht... Wow, ich glaube, wir haben ganz schön viel Glowstone verbraten. Das Problem ist wahrscheinlich gar nicht, dass es jetzt zu langsam ist, sondern das Problem ist, dass wahrscheinlich schon wieder das ME-System in Sachen frisst. Das ist belastend. Wie ist denn das? Wo sind unsere Fluid Discs? Gas. Das sind die heftigen Storage Cells. Das sind die Fluid Storage Cells. Was ist, wenn wir die alle rausnehmen? Dann ist hier nichts mehr drin, richtig? Außer irgendwelche Connected Geschichten, ja. Und was passiert hiermit? Es wird trotzdem rausgesaugt, obwohl das nirgendwohin speichern kann. Und das zeigt uns eindeutig, dass hier irgendwas im Arsch ist. Warum nur? Warum nur? Das ist doch dumm. Black Hole Tank. Black Hole Talisman. Sollten aktuell noch genug Gaia Spirits haben, aber kein Elementium, okay. Elementium. 200 mal. Dann machen wir mal für Glowstone. Das ist echt... Ah, das regt mich am ME-System teilweise so auf. Das ist so heftig buggy. Ist ja zumindest das Fluid-Ding. Das ist ja... Ist das hier eigentlich noch ein Add-on? Fluid-Export-Bus oder was? Immer oder ist das jetzt integriert? Ne, ist immer noch von Extra Cells. Also Extra Cells ist halt heftig verbuggt, ne? Fluid Storage Bus. So, und Black Hole Tank. Und Black Hole Controller. Ich hoffe, der kann auch Fluid-Dinger kontrollieren. Black Hole. So, woran scheitert es gerade? Hier ist Elementium. Hier wird, ach, das wird gerade gecraftet. Okay, es dauert nur ein paar Sekunden. Suchen wir uns schon mal ein Plätzchen für. Okay, also dann in dem Fall ist es gut, weil der hätte sonst unseren gesamten Glowstone verbraten. Hat er eh schon fast. Und wieder gevoidet. So ein Scheißendreck. Wo können wir Fluid-Speicher hinpacken? Eigentlich können wir die hier hinten einfach dazu packen, oder? Spricht da irgendwas gegen? Hallo? So, spricht da irgendwas gegen? 4 Kanäle, 8 Kanäle, 11 Kanäle. Ich wüsste jetzt nicht, was da dagegen spricht. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dass wir hier. Hier einen Fluid Storage Bus hinmachen. Black Hole Controller und Tank. Machen wir hier einmal den Controller hin. Und in den Controller können wir Tanks machen. Okay, das ist gut. So, wobei die Frage ist, ob der Storage-Bus hier mehrere Fluids kann.
So, und jetzt ist es green oder lime green? Okay. Ist das richtig so? Ja, doch. Ah, nee, okay, wir haben es nicht von unten angeschlossen, sondern von der Seite. Okay, dann würde ich das gerne so beibehalten. Dass wir das von der Seite anschließen. Green. Nee, nicht freen, sondern green. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack. Und dann können wir das Fluid Storage Bus, okay, den können wir mit mehreren Dingen konfigurieren. Okay, pass auf. Dann gehen wir mal hierher. Und legen hier einfach mal. Gut, wir können hier kein Item reinlegen, ne? Aber machen wir mal kurz den Arm hier kaputt. So, damit hier kein Fluid mehr rausgesaugt wird. Wird jetzt nicht mehr rausgesaugt. Gut, wenigstens das funktioniert. Also es ist schon mal nicht der hier, der das Zeug vernichtet. Offensichtlich. Bucket. Und Tank. So. Pull. Du darfst es auch nach oben abgeben. So, reicht. Jetzt nicht mehr. So, ein Eimer rein. Energized Glowstone. Zack. So. Dann gehen wir hierher, packen das hier rein. Zack. Energized Glowstone. Kann man es irgendwie locken oder so? Nee. Nee, ist ja wie es ist, ne? Okay. Zack. Energized Glowstone. So. Und wenn ihr das jetzt wieder anstellt. Ah ja, und wir müssen einstellen. Die Priorität. Hallo? Machen wir over 9000. So. Da. So, jetzt wird es jeden Moment wieder abgesaugt und jetzt müsste es theoretisch in unserer DSU enden. Okay, es wird abgesaugt, aber wird es auch in unsere DSU reingesaugt? Das ist die Frage. Es wird in unsere DSU reingesaugt. Sehr gut. Und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt Lumium bestellen können, theoretisch. 20. Nein, ich brauche 5000 Millibuckets. Okay. Okay, jetzt haben wir 5000 Millibuckets. Lumium. Ach Quatsch. 5. Ich glaube, wir haben noch ein anderes Problem. Lumium. Energized Glowstone Bucket. Genau. Das hier ist, glaube ich, das Thema. Wir müssten das Ding einfach in den Fluid Crafter packen. Dann ist das auch kein Problem mehr. Vielleicht ist der Autofiller auch das Problem. Oha, wir haben hier nur noch einen Platz frei. Hä, was ist das denn? Ein Carpenter. Ah ja, okay. Lumium. 10. Start. Okay, das funktioniert. So, und jetzt kommen wir zum Hauptproblem von unserer Creative Cell. Und das habe ich befürchtet. Ich denke, wir werden die ganze Geschichte hier nochmal nachbauen. In einer ähnlichen Geschichte. Oder wir münzen das fest. Also die Sache ist folgende. Aber vorher möchte ich noch kurz, bevor wir uns jetzt um das Problem kümmern, möchte ich noch kurz bei der Tomcraft-Insel vorbeischauen. Und hier ist schon wieder der Controller aus. So. Mir wurden hier verschiedene Dinge gesagt. Unter anderem,
Ich soll den direkt dran bauen. Ich soll schauen, ob es im gleichen Chunk ist. Das können wir als allererstes machen. Ja. Warte. Ist ganz locker easy im gleichen Chunk. Das andere war, ich soll es direkt dran bauen oder ich soll ein Quartz Fiber benutzen, weil ein Controller ein eigenes Netzwerk aufbaut. Und ich möchte mal kurz diesen Mythos aufräumen, weil das Quatsch ist. So. Quartz. Ein Energy Sector hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern der macht genau das, was ein Energy Sector tun soll. Und zwar Energy akzeptieren. Ich mache jetzt hier einen Quarzfiber hin und dann mache ich hier ein Interface hin. Und wir haben hier einen Channel. Obwohl hier ein Quarzfiber dazwischen ist, haben wir ja trotzdem eigenes Netzwerk. Weil nicht der Energy Acceptor ein eigenes Netzwerk aufbaut, sondern weil das ME-System bis 8 Kanäle selbstständig ein Netzwerk ist. Ja. Das möchte ich nur mal kurz aufklären. Nicht, dass ihr das weiter glaubt. Das ist nicht so. Ja. Also so funktioniert das nicht. Und das ist wichtig zu wissen. Also ein Quarzfiber verhindert den Datentransfer, aber ein Energy Acceptor hat mit Datentransfer überhaupt gar nichts zu tun. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht, dass tatsächlich der irgendwie nicht perfekt passend parallel geladen wird oder dass der den Energy Acceptor gerne direkt dran hätte, irgendwelche ganz komischen, kruden Dinge. Wobei der aktuell auch offline ist. Machen wir den mal kaputt und machen hier mal neu. Ah ja, das bringt überhaupt gar nichts. Okay, schade. Nee, dann möchte der mit einem per Kabel verbunden sein. Dann können wir ihn doch wieder da unten hinstellen. Weil wenn wir jetzt den Energy Acceptor dran machen, und dann den Quantum bringen, nochmal neu assemblen. Dann ist er wahrscheinlich wieder online. Jetzt ist er auch nicht mehr online. Jetzt geht er gar nicht mehr online. Lul. Hä? 3 Kanäle. Strom läuft. Das ME-System funktioniert heute mal wieder ganz hervorragend. Weil es war noch eine Idee, irgendwie per Pisten hier ab und zu den neu zu bauen. Aber ich weiß gar nicht, ob das geht. Sticky. Wir probieren jetzt einfach mal ein paar Sachen aus. So für die Zukunft. Solange ich sie noch im Kopf habe. Hier noch einen weiter. So, zack, und ein Lever. Und schauen wir mal, ob das funktionieren würde. Okay, so ist der irgendwie komplett kaputt. Na, ob das was hilft, weil der ganze Multiblock scheinbar das nicht checkt. Weil das nicht irgendwie vernünftig aktualisiert wird. Also irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Vielleicht müssen wir das ganze ME-System mal neu starten. Aber irgendwie hat er gar keinen Bock. Und jetzt gehen wir mal in unsere Raumstation. Und schauen mal, wie es da angeschlossen ist. Weil da müssen wir jetzt eh hin. Und zwar hier. Und hier ist der Energy Acceptor wo? Ach, wir haben hier Energy Cells als Puffer. Die, ja, okay. Okay, wartet. Probieren wir das nochmal. Vielleicht sind das so ganz kurze Aussetzer der Energieversorgung, die das Ding krepieren lassen. Das ist durchaus möglich, dass die Speicherzellen was helfen. Also falls das Ding jemals wieder online geht.
So. Energy Cell. Hier sogar geladene. Ja, aber das hat keinen Sinn, weil die keinen Kontakt zum Core haben. Ja, doch über den Energy Receptor. Na gut, okay. Und jetzt ist der Kern auch wieder an. Okay. Beobachten wir das mal. Vielleicht brauchen wir wirklich einfach nur so eine Pufferbatterie, die quasi dafür sorgt, dass wenn es Spannungsschwankungen oder quasi Versorgungsschwankungen zum Beispiel von Flux-Networks gibt, dass das dann hier kein Problem darstellt. Weil die hier quasi eine Notenergieversorgung machen. Das könnte sein. Okay. Vielleicht haben wir das Problem jetzt gelöst. Weil die anderen Lösungsansätze waren teilweise gut, aber haben nicht funktioniert. Oder waren nicht zutreffend. So. Und jetzt das Problem mit der Creative-Geschichte. Ja, genau. Da ist das Network-Cable noch drin. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. So, schauen wir mal. Wie viele muss er von denen jetzt noch machen? Noch 5. Okay. Mal gucken. Ja, das ist wirklich eine wacke Geschichte. Also vielleicht reißen wir das Ding hier auch komplett ab und bauen das einfach in unserem Crafting Tower nochmal nach. Und zwar vernünftig. Ja, jetzt muss das Network Cable drin sein. Das ist richtig so. Das hat schon seine Richtigkeit. Es fehlen wahrscheinlich noch andere Sachen. Wobei er eigentlich alles gemacht hat. Also theoretisch ist alles im System, was er braucht. No recipe found. Energy Cell. Energy Cell Frame. Nee, was ist das für ein Ding, was wir brauchen? Resonant. Cell Frame Full. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14 Items. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Okay. Eins fehlt. Was fehlt? Was fehlt? Resonant Cell Frame. Cool. Och, ich muss hier oben. Resonanz Cell Frame Full. Speichern wir nochmal kurz ein. Also, Genetics Prozessor haben wir. Moonstone und Dense Steel Plate. Moonstone und Dense Steel Plate haben wir. Labotron Crystal und Ender Electron Tube. Labotron Crystal und Ender Electron Tube haben wir. Reactor Frame und Structure Frame Tier 1. Reactor Frame und Structure Chain haben wir auch. Infused Diamond Ultimate Control Circuit. Infused Diamond und Ultimate Control Circuit. Jawohl. Enderium Gear und Litherit. Enderium Gear und. Litherit. Dabei haben wir doch 28 Millionen davon. Steckt das noch irgendwo fest hier unten? Eigentlich nicht, ne? Ja, ganz kritisches Ding hier. So, jetzt ist die Frage.
zieht er dieses nicht. Nee. Dieses System ist absoluter Müll. Ah, der Literit ist das Erste, was reinkommt. Und das könnte quasi passieren, dass das vielleicht parallel mit rausgesaugt wird. Ja, okay. Aber jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Was ist das langsam? Ist das langsam? Aber wir müssen das jetzt noch hier fixen, damit... die Creative Energy Cell heute noch fertig wird. Zack. Sehr gut. Damit fehlen nur noch zwei, oder? Oder noch drei? Echt noch drei? Was ist denn hier so langsam? Mhm. Ender Convert, dass immer nur einzelne Sachen rauszieht, was ja in dem Sinn, also bei der Konstellation theoretisch Sinn macht, aber praktisch eher schwierig ist. Okay, diesmal hat es richtig gemacht, oder? Nee. Nee, es hat sich wieder aufgehängt. Es hat sich wieder aufgehängt. Ist das belastend, aber das ist das Vorletzte. Wir warten das jetzt einfach ab, bis die beiden gecraftet sind und dann haben wir hoffentlich eine Creative Energy Cell. Oh yeah. Okay. Nice. So, und jetzt fehlt nur noch eine einzige, ja. Und er hat schon wieder das Ding gefressen. Ey, ich weiß es nicht. Okay, das System funktioniert halt gar nicht mehr. Das mit dem Redstone hier. Vielleicht laggt der Server dazu zu sehr, das kann sein. Weil es von einzelnen Ticks abhängig ist. Es könnte sein, dass das zu krass ist. Können wir mal kurz schauen. War das so? Wie war denn das? Forge TPS? Hier. Theoretisch? Ah ne, hier oben sind die harten Welten. Okay, in der Overworld haben wir gerade noch so. Oder? 20. Also wir haben überall noch 20 Min TPS, wenn ich das sehe. Aber hier braucht ein Tick 19 Millisekunden in der Overworld. Das ist schon hart. Ich glaube, das ist schon ziemlich knapp. Okay. Gut, damit können wir jetzt hier nochmal das letzte Ding rausmachen und uns darüber erfreuen, dass jetzt die Creative Power Cell gecraftet wird. Mal schauen, ob das funktioniert. Das müsste hier drin passieren. Oh, wir haben das Rezept noch gar nicht reingelegt, ne? Weil wir die Sachen nicht hatten, kann das sein? Nee, aber das kann doch nicht sein, oder? Few Recipe. Wir haben kein Recipe eingespeichert. Skandal. Okay, dann nehme ich mir einfach mal alle Sachen hier raus. Okay, die Pellets auf RTG Fuel vielleicht noch nicht. Vielleicht sollte ich radioaktive Sachen nicht direkt in die Hand nehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ist nur eine ganz verrückte Idee. Auto-Eject ist aus, Smart Insert ist an. Ich hoffe... Ja gut, jetzt muss ich RTG gleich in die Hosentasche stecken und dann ganz schnell das hier reinmachen. Schauen wir mal, ob wirklich nur RTG fehlt. Okay. Okay, das wird jetzt unangenehm. Und go. Ich fühle mich ein bisschen wie in Satisfactory.
Nein, 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 nein. Hallo? Oh shit. Oh shit. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Okay. Minecraft ist gecrashed. Java Index Out of Bounds Expection. Ah ja. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn hoffentlich wieder alles läuft. So, da sind wir wieder. Zum Glück ist nur der Client abgeschmiert. Ich habe schon mal die Sachen da reingemacht. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich... Hallo? Oh, er kennt... Und jetzt müssen wir alles per Hand reinlegen. Ja, na gut. Okay, dann legen wir alles per Hand rein. Kriegen wir auch noch hin. Okay, das ist schon ein Fehler. Und zwar, okay, die Ecken. In den Ecken ist nix. Das ist so, zack, 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 zack. Ah ja, zack, okay. Creative Power Cell. Ist sicher ausgeschaltet, Auto Eject, naja. Auto Extract müssen wir auch ausschalten, oder? Nee, None. Auto Eject. The interface will automatically eject items from the input slot into the output. Ah, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht gleich rauszieht, sonst wäre es belastend. Okay. Dann Californium in die Ecken hier. Haben wir. Dann Elite Platings hier, da, da und da. Check. Dann Benitoid hier zwei und da zwei. Und Anglesiten genau so. Dann in die Mitte Ultimate Catalyst. In die Mitte ein Ultimate Catalyst. Links und rechts ein Rainbow Generator, oben und unten ein Draconic Energy Core. Ultimate Induction Cells nochmal außen rum. Ultimate Induction Cells nochmal außen rum. Dann Ultimate, die Provider hier in die Mitte. Und dann haben wir noch die Solar Arrays. Ach Gott, hier. Tier 4 links und rechts und Tier 5 oben und unten. Okay, Tier 4 links und rechts und Tier 5 oben und unten. Und das würde ich gerne jetzt erstmal so speichern. Save Recipe. Das einzige Problem ist, dass es offenbar nicht funktioniert. Energy Cell Resonant 4608-0 4608-0 Energy Cell Resonant. Die sind noch komplett leer. 250.000. Okay, das sind irgendwie andere. Die haben hier Requires Tier 4 Crafting Table. Die haben hier 0 RF pro Tick eingestellt. Stores a larger amount of restroom flux. 0 von 250.000. Signal disabled. Aber das kann ja jetzt nicht sein, dass hier die Konfiguration irgendwie eine Rolle spielt. Habe ich vielleicht irgendwas anderes falsch? Warte mal. Wir können ja theoretisch einfach hergehen und... Nee, es sind tatsächlich diese die hier Missing Items. Nehmen wir uns mal ein. Stellen die da hin. Jetzt ist da schon was drin. Das ist belastend. Also wir können den theoretisch auf 0 konfigurieren. Und dann die Energie noch löschen. Aber das klingt jetzt im ersten Moment ziemlich bescheuert. Die Idee. Ich meine, das heißt nicht, dass man es nicht probieren kann. Aber es klingt ziemlich bescheuert. Null. Und 1000 ist schon, das
Ne, genau, 1000 ist schon das Maximum. Ja, mit Shift ist schon mehr. Schnark. Ich habe nicht das Gefühl, dass... Oh, also ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aber... Komm. Wenn wir es nicht versuchen. So. Trashcan. Energy. Brauche ich kurz. Redstone. Block of Redstone. So. So, bauen wir das Ding mal. Ey. Ach so. Oh nee. So, und was ich jetzt noch mache, ist, ihr habt gesagt, das Problem ist vielleicht, weil ich das Item in der Hand gehalten habe. Da habe ich natürlich nicht bedacht, dass ich die dann auch ausschalten muss. Weil in dem Moment, wo ich es place, habe ich es in der Hand. So, 7 Millionen. Komm, mach schneller. Mach hin. 5, 4, 3. So, es muss genau komplett leer sein, sonst ist vielleicht wieder nicht richtig, ne? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Einstellung hier irgendwie was ausmacht, aber gut, ich hinterfrag das jetzt einfach mal nicht. Es ist leer und jetzt Send Receive ist alles auf Null. Okay, jetzt legen wir die hier rein. Jetzt ist es genau so wie vorgegeben. Und wenn wir jetzt nach fehlenden Items schauen, dann ist es trotzdem fehlendes Item. Okay, nur mal aus Interesse. Genau. Give RGB Pixel Resonant. Nee, das ist, boah, ohne Autocomplete, das ist ganz schön müßig. Das ist, anders. Energy. So. Applied Logistics, Draconic Evolution, Harvest Craft, IC2, Industrial Forgoing, Integrated Dynamics, Integrated Dynamics, sowas glaube ich, ne? Integrated Dynamics und dann Energy. Ist das Energy Battery? Nee. Ach nee, das ist Integrated Dynamics, das ist Quatsch. Schmutz. So, was waren das hier? Terminal Expansion, ja, natürlich. Terminal Expansion. Und dann Cell. Okay. Eins. Und eins. So, und das hier ist, sind Metadaten. Ja, aber das bringt nichts, weil das ist null. Ich kann mir das gar nicht cheaten. Ne? Ich dachte mir, vielleicht kann ich es mir cheaten und das Gecheatete testen. Aber ich kann es mir nicht mal cheaten. Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier soll. Das scheint irgendwie verbuggt zu sein. Also, falls ihr eine Idee habt, wie man diesen Bug irgendwie auflösen kann oder so, schreibt sehr gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.
Wir sind jetzt eh schon bei 40 Minuten. Holy moly. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.